hoffe, der erste Teil meiner Pimping-Aktion, hier ging es hauptsächlich um den Auspuff, der hat euch gefallen. Es wird von diesem Video noch ein zweites geben. Ich habe mit dem Mike zusammen nämlich auch noch das Heck gepimpt. Konnte man jetzt in Aufnahmen schon sehen. Aber wie der Umbau geht, dieses sogenannte Tiny Tail, der kurze Arsch, wo das Nummernschild dann direkt über dieser komischen Originalabdeckung hängt, das seht ihr im nächsten Teil, im nächsten Video zu meiner Ducati Desert Sled. Und jetzt kommt Projekt 2. Dieses, ich nenne es mal, hässliche Entenbürzel hier hinten, das kommt ab. Das ist wirklich hässlich. Ja. Warum baut man das so lang? Also man könnte doch. Ja, da habe ich gestern, also meine Mutmaßung ist, dass es eine nicht offizielle Absprache von allen Motorradherstellern mit dem Aftermarket gibt. Dass alle sagen, pass auf, wir bauen das extra. Also ich verstehe das nicht. Das hat auch keinen Sinn und Verstand, wie ich finde. Ein Spritzschutz ist es auch nicht wirklich. Nee. Was ich jetzt tun werde, ist als erstes diese Sitzbank abzubauen. Die Öffnung ist tatsächlich hier unten. Unten drunter habe ich gerade gesehen. Und zwar hier. Guck in die Kamera schnell. Oh. Brauche ich dann einen anderen Schlüssel? Nein, es geht. Oh, hoi! Scrambler! Das ist eine Patte drin. Warte mal, vielleicht. Ah. Ja, aber das finde ich jetzt aus Versehen mal, das kann man machen. Vielleicht haben wir auch. Haben wir eine Sprengringzange drin? Wollte ich gerade sagen, ist da vielleicht was dabei, um den DB-Eater zu demontieren? Nein, leider nicht, weil das Schade. Ist ja auch nicht. Aber das haben sie gut gemacht. Das finde ich ganz gut. Ja. Lass ich aber auch mal, aber wahrscheinlich müssen wir dann auch noch abbauen, ne? Ich schmeiß mal raus. Ja, ich warte mal. Ja, das muss, glaube ich, da fangen wir mit an. Nehmen wir die Anleitung oder bauen da so? Das hier hin. Oh, warte, was ist das hier? Ist das der Entriegelung für die Sitzbank? Das ist, genau. Warte mal. Ach, du machst ja, das ja, 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 ah, warte hier, ich zeig dir. Ja, ich drehe den Schlüssel und. Ach, achte genau hin. Da habe ich dir wieder was beigebracht, ne? Ja, genau. Da ist die Batterie. Ja. Sehe ich sofort. Ist das USB? Das ist USB. So, Freundchen, weißt du, wir haben da übrigens noch einen Auftrag. Hier ist USB und ich habe hier auch noch, wo hast du das hingelegt? Was denn? Ich habe da noch ein Gimmick, da hast du schon gesagt, wo ist das? Die Halterung. Denn? Ach so, fürs Handy? Ja. Also ja, aber heute haben wir kein Kabel, bestimmt, aber... Das ist doch bestimmt für irgendwas, oder? Ja, wofür soll denn USB sonst sein? Ja, für Diagnose in der Werkstatt? Nein. Nein? Dafür nimmt man kein USB. Ja, das ist eigentlich wahr. Hast du da recht, Malia, aber. Ja. Ja, das ist aber. Das kriege ich vielleicht sogar selber. Da muss ich einfach nur ein Kabel hier irgendwie über einen Tank am besten. Nein, natürlich nicht. Und da sieht man, HK steht auch auf gut gemachtes Werkzeug. Ist das ein Sprengringschlüssel? Nee, das ist. Das ist Federbein, weiß ich große, doch. Federbein. Federbein. Sag's nochmal? Federbein. Ja, genau, hierfür. Schau. Dann kannst du den hier anschacken und dann kannst du den hier. Ja, aber den Zug- und Druckstufe, das ist noch eine. Mach ein neues Video darüber. Ja, da gehe ich auch nicht bei, weil da habe ich keine Kenne von, verstehst du? Aber eine Proberunde drehst du schon, ne? Mal gucken. Guck mal, so schleicht einer um einen rum. Steckschlüsselsatz, Seitenschneider. Oh, mit Drehmomentangaben hier alles. Das ist eine Montageanleitung. Das kann man mal hier an. Also hätte Zart sich davon mal was abgucken können, sagst du? Ja, guck mal, hier ist das in Prosa aufgeführt, was wir jetzt zu Welche tun haben. Welche Firma ist das? Das ist die Firma R&G. Also können wir jetzt Vorverbau schon mal sagen, Freunde, wenn ihr ein kurzes sportliches Heck an Mopeds haben wollt, R&G wäre eine Empfehlung? Also allein von der, also das sieht alles sehr wertig aus und das ist eine in deutscher Schrift verfasste, deutscher Sprache verfasste Montageanleitung. Und die kommen aus Shelley's Lane, East Worldham in Hampshire. Wir haben ja gerade den Hersteller gelobt, vielleicht liegt es auch an mir, aber ich habe die jetzt mal getackert, damit wir ein bisschen Ordnung hier in dem Projekt drin haben. Guck mal, da freut er sich, weil ich arbeite dem Mann auch zu, ohne den wäre ich nichts. Allerdings fehlen 6 Seiten leider. Aber du hast hier gerade was Schönes gesagt. Ja, Picture 1 ist dabei und der Rest ergibt sich dann auf jeden Sag mal, Fall. Ist hier eigentlich auch warm? Was eine bekloppte Idee heute bei wie viel Grad? Aber ist egal. Aktuell da hinten 30. Ist übrigens auch noch eine Poolbaustelle. Vielleicht springen wir gleich zum Ende des Videos einfach mit einer Arschbombe rein. Ne? So, wir haben die Sitzbank freigelegt und das sind jetzt was du da entfernst, Mike? Ja, das sind Stecker. Also hier steht drauf Fuel. Ja. Ich nehme an, das geht zum Tankgeber. Ja. Und hier steht drauf Main. Das wird die Hauptspannung sein, nehme ich ja, an. Ne? Irgendwie genau, aber geht wahrscheinlich ins Steuergerät rein. Gesagt, so. Plug and Play.
So, dann nimmt er hier das hier raus offensichtlich, oder? Ja, doch. Aber das ist ja geschraubt. Also müssen wir jetzt hier mal ein paar Schräubchen lösen, offensichtlich. Glaubst du, diese Maßnahme wird anspruchsvoller als der Puff, oder? Ja, ein bisschen vielleicht, weil das auch mit Elektrik zu tun hat, ne? Aber Elektrik ist auch dein Freund. Ja. Wie sagte ein Mensch neulich mal, Strom ist mir unheimlich. Mhm. Ich habe übrigens aber auch eine geile Weisheit, die jetzt nicht ganz zu dem Thema passt, ja, aber unlängst gehört. Darf ich sie ja trotzdem sagen? Ja. Es geht so um die, ich sag mal, um die Hektik im Leben an und für sich. Ja. Die Schnecke weiß vom Weg mehr zu berichten als der Hase. Ist geil, oder? Absolut. Ich mag den. Oh, guck mal. Hier ist der Schraubenaufbewahrungsbehälter, wird direkt implementiert mitgeliefert. Das ist ganz großartig. Komm, ich nehme das mal ab, weil das ist mein Job. So, abgelegt. Oh, hier liegt noch eine Schraube. Haben wir die beim Auspuff? Nee, das ist die alte, Herr. Die kaputte. Ja, jetzt greift er hier, aber was der da greift, das ist nicht erkennbar. Ja, dann stellen wir die Szene nach. Greif mal von unten. Warte, ich möchte das auch filmen für die Zuschauer. Mach genau den Move, der bringt uns weiter. Nee, das ist von unten. Möglicherweise löst er diese Schrauben jetzt hier, ne? Kann auch sein. Schade, jetzt habe ich den Greifen-Move nicht. Platz zum Schrauben, ne? Das ist ja angenehm. Entfernen Sie die obere Montageschraube am Seiten. Ne, da sind wir noch nicht. Entfernen Sie die untere Abdeckung an der Unterseite des Hecks, Abbildung 4, indem Sie die vier Schrauben an der Unterseite entfernen. Das ist genau das, was du machst, nehme ich mal an, ne? Ja, bin ich jetzt gerade dran. Ja, liebe Zuschauer, vielleicht hört ihr dieses kreissägenartige Geräusch. Ist immer noch ein bisschen anstrengend, aber da war der erste Schraubplatz. Wir haben ja gerade schon wieder ein kleines Abenteuer. Wir haben das Moped durch die Wohnung in diesen schattigen Gartenbereich gebracht. Ah, da hat er die Innenverkleidung schon ab, der schnelle Handwerker. Denke, das ist dann der Ersatz dafür. Mal schauen, so sieht es aus. Aber ich würde sagen, lass uns mal nach hier nach vorgehen, Freunde. Ja. Ich lese dir meinen nächsten Schritt vor. Ja. Das Seitenverkleidungsteil kann nun aus den Kunststoffhaltungen herausgezogen werden und vom Motorrad entfernt werden. Abbildung 7. Zeig mir die Abbildung bitte. Ja, ich hab keine Hand, aber mache ich gleich. Gib her. Ja. Genau so muss eine Anleitung aussehen. Genau so, mit schwarzen Flecken. Hä? Das ist auf jeden Fall die rechte Seite, ja. Genau. Weil das erkenne ich am Federbein. Ja, das ist richtig, ja, aber... Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Muss aber auch geil, dass das Ganze jetzt als Verkleidungsteil deklariert wird, ne? Also ich hätte jetzt so eine durchgehende, was Durchgehendes erwartet. Ja. Aber das geht auch gut ab, ne? Ja, das ist in Ordnung. Du hast jetzt gerade einen relativ interessanten Hinweis gegeben. Vielleicht für den einen oder anderen Schrauber von euch auch von Interesse. Was machst du jetzt? Ich schraube die Schrauben. Ja, das geht aber an dieser Stelle nicht, weil das Gegenstück toll. Was wäre die Idee gewesen, wenn es gehen würde? Ich schraube die Schrauben einfach wieder hier rein, wo sie hingehören. Dann haben wir gleich keine Sucherei. Aber jetzt suchen wir nur eine. Nein, leg die nicht irgendwo hin. Ja, aber die sind identisch. Schau. Die tun wir einfach hier rein. Also alle Verkleidungsschrauben. Ja. Halt dich fest. Das hier muss jetzt raus. Dafür wurde hier eine Schraube und da eine Schraube gelöst. Und ich glaube, das ist der Öldruckbehälter für den Dämpfer. Für den Dämpfer. Und dann kriegen wir die Innenverkleidung raus, um nachher an die Kabellage zu kommen. So, ich war jetzt gerade dabei zu verifizieren, was... Darf ich einen Seitenschneider holen gehen? Hole bitte einen Seitenschneider. Was es hiermit auf sich hat, es ist tatsächlich, habe ich in einem Forum gefunden, auch geil. Ducati hat viele versteckte elektronische Gadgets, zum Beispiel eine USB-Buchse, um während der Fahrt das Handy zu laden. Echt jetzt? Da ist die Buchse, da. Wo ist denn mein Handy in der Regel während der Fahrt? Da. Also toll, dass sie da ist, aber warum verbaut man die Buchse nicht am Lenker? Selbst die Scrambler hatte das. Jetzt muss man möglicherweise wieder irgendein Ladekabel von da nach da bauen. Weiß ich nicht. Hätte man vielleicht auch wieder eleganter lösen können.
Mike hat in der Zwischenzeit die Innenverkleidung hier schon mal abgebaut. Ja, und ich sag mal, jetzt geht's ans Eingemachte, ne? Zumindest ist dieses Anbauteil extrem gut beschrieben. Mike? Mhm. Oh, Sprohler. Wichtig, egal was man macht beim Arbeiten, dünstet man aus, gerade heute, weil der Mann hat Durst. Ihr habt gesehen, wie wichtig ist Flüssigkeitsaufnahme, gerade bei so einem diffizilen Projekt, was wir hier haben. Noch eine? Und jetzt sind wir am Punkt der Baumaßnahme, wo ich alleine aufgegeben hätte. Mike wagt sich jetzt in eine Elektrik. Die vorhandene Elektrik muss einfach nur an die neue angepasst werden. Und pflichtgemäß hat er gerade mit einem grünen Stift ein R drauf gemacht, damit, ich sag mal, nachher die Verkabelung leichter fällt. Ne? Ja, genau. Also links und rechts im Blinker ist klar. Und hier haben die auch schon weise das werkseitig beschriftet. Du hast gerade sehr schön gesagt, die Schwierigkeit, also eigentlich keine schwierige Baumaßnahme. So, um den Satz von gerade nochmal abzuschließen, das Gesehene oder was man sieht, muss man mit dem in Einklang bringen. Das finde ich persönlich herausfordernd. Aber ihr seht, ich habe hier auch meine Adiletten noch ganz kurz im Bild hier für euch platziert. So, jetzt muss doch, glaube ich, ein großes Teil ab, ne? Wahrscheinlich das Kennzeichenhalter an und für sich, der muss jetzt mal weg. Der hässliche, ne? Der hässliche, der genau, muss weg. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob dann das neu zu verbauen als ein Teil dran geschraubt das wird. Das weiß ich auch noch nicht, genau. Ja. Das müssen wir dann mal gucken. Genauso, das sind Schrauberbeine übrigens, ne? Wollte ich dir mal zeigen, ne? Darf das ich mal? Ist, ja, möchtest du anpacken? Pass auf, ist sweaty auch ein bisschen. Aber das ist nichts anderes als ein Lipid, das ist gut für die Haut. Lipid oder Liquid? Liquid ist Lipid, genau. Lipid habe ich echt noch nie gehört, muss ich jetzt googeln. Wir haben gute Nachrichten für euch, lieber Ducati-Umbauer. Ich sag mal, boah, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden, weil... Oh, jetzt wird das alte, vielleicht nicht ganz so hübsche Heck demontiert. Und ich sag mal, eigentlich müssen wir ja nur noch dann, wenn es demontiert ist, zusammen machen wieder, ne? Ja. Oh, oh. Oh. Ihr habt hier schon gesehen, der feine Herr hat hier schon ordentlich... Oh, guck mal, der hat eine Mail gekriegt von Max Strauber. Ich filme mich von der Hand sofort ab. So, da war die Speicherkarte voll, weil wir für euch viel Material gedreht haben. Und jetzt, ich bin Karl Faktor, ihr seht meine Hand mit dem Bild. Der HK, oh, schaut, das ist geil, da kann man hier auch den Mann mit untersuchen. Warte hier, mach dir das mal in die Ohren rein. Also, das hässliche Teil trage ich jetzt mal hier weg als Karl Faktor. Aber ich werde jetzt gleich Folgendes machen, das kann selbst ich. Den Blinker brauchen wir wohl, ne? Das oh. Ja. Hark. Hätte ich schon andere Blinker? Oh, so sieht der Tech aber auch schön clean aus. Soll ich mal das Kennzeichen und die Blinker abbauen für dich? Ja, brauchst du einen Schraubendreher. Ja, hol ich mir dann gleich. Während ich jetzt todesmutig die Blinker demontiert habe von diesem wirklich gefährlichen, fiesen Heckteil, ist der Mike da unten in der Sonne zugange und macht was? Ich bin jetzt gerade dabei, die Kennzeichenbeleuchtung an das neue Heck zu montieren. Ja, also ist dann also auch das alte Licht wird nicht neu verbaut, sondern ist nee. Ein LED, weil es muss ja alles korrektor beleuchtet sein, dass wenn man Verkehrsverstoß begeht, man auch dran ist. Und, ja, genau. Aber wir arbeiten ja jetzt auch der Sound and Style Polizei entgegen. Aber schaut mal, wie clean das Heck jetzt ist. Ach, das mag ich. Wenn man es so lassen könnte. Ja, ne? Das wäre. Warum braucht man eigentlich Kennzeichen? Ja, so, was, jetzt bauen wir möglicherweise das neue schon dran, ne? Ja, warte mal. Ja, das mag ich nicht, wenn das der Mann sagt, warte mal. Ah, auf der Oberseite verlegen. Auf der Oberseite verlegen? Mal täusche ich, mach nochmal auf, bitte. Sind die beiden Einzelteile zu einem Ganzen da zusammengebaut worden? Nee. Nee. Achso, jo. Nee, das genau klar. Vergiss. Das tut mir leid. Ich gehe hier weg, wenn Profis arbeiten. Wie dumm von mir. Das machst du richtig. So, während Mike natürlich mal wieder Pause macht, habe ich ganz frech diese bunte, lustige Handyhalterung am Lenker verbaut. Weil, wir haben ja gesehen, dieses Moped hat einen USB-Stick, also eine USB-Schnittstelle. Ja,
Und das Handy habe ich hier, da kann ich auch nach navigieren. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich das ohne den Mann hingekriegt habe. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Das hast du gut gemacht. Ja, spottet ruhig. Das war eine Schraube, aber ich freue mich trotzdem. Ich glaube, es ist auch eine optimale Position, wo man, ja, wie ein Bedienelement. Das ist Schrumpfschlauch, ja. Ja, ich weiß das. Aber möglicherweise der ein oder andere Tutorial-Schauer nicht. Durch Hitzen dieses Gummimaterials zieht er sich zusammen, sodass keine Feuchtigkeit da reinkommen kann. Habe ich das richtig gesagt? Das kann man genauso subsumieren, ja. Falls ihr Interesse habt, ich verlinke euch diese Handyhaltung mal. Ich habe sie bereits an der Brixton getestet. Natürlich ist das hier Plastikberger und nichts Besonderes. Man kann hier unten, ihr seht ja, ausfahren, ne? Und wieder zu. Und dann wird das Handy noch doppelt hier rüber gesichert. Finde ich überhaupt nicht schlimm für den Preis. Es wird einfach mit einer Schraube verschraubt. Ja, und hier ist jetzt noch ein bisschen Spiel drin. Das heißt, hier kann ich es mit dieser Schraube auch noch ein bisschen festzerren und dann... Festzerren ist auch schön. Festzurren und dann, ja, kann ich gucken, dass ich nicht in Stau fahre. Ne? So, was jetzt passiert, ist jetzt nicht so richtig super spannend. Ich glaube, die Blinker, hätte ich das gewusst, hätte ich möglicherweise auch noch Mini-Blinker besorgt. Die originalen Blinker schraubst du jetzt an, ne, Mike? Genau, ist so vorgesehen. Die haben aber eigene Schrauben jetzt mitgeliefert. Mhm. Durch den passenden Moppel jetzt hier. Ja. Die haben die passenden Schrauben neu mitgeliefert hier. Alles Edelstahl, alles gut, alles fein. So, da ist das Teil schon fast fertig. Wir finden jetzt gerade in der Anleitung nichts. Das sind ja noch zwei Teile, ne? Wie wir das jetzt unten drunter anbringen. Ne? Ja, genau. Ja, und mir ist nicht ganz klar. Okay. Ja. Jetzt wird ein Schuh draus. Muss die Maschine laufen, um Ströme zu erzeugen? Erzeugen oder erzeigen? Erzeigen. Also sag den Zuschauern noch mal kurz, was wir jetzt machen. Du hast verkabelt. Ich habe jetzt mal verkabelt, wollte jetzt eigentlich mal kurz gucken, ob Strom fließt. Als nächstes ob die Blinker gehen kommt und das ob der... hier dran, das und dann das und dann das. Und genau. Wir machen jetzt live mit euch einen Blinkercheck. Ich bin so geil, ich muss noch mal filmen, dass man es auch sieht. So. Wo soll ich blinken? Egal, ich will beides. Jo, rechts jetzt. Da und jetzt links, hervorragend. Jetzt blinkt er links, richtig? Und Kennzeichenlicht geht auch. Ja, alles gut. Gut, Elektrik steht. Sag das nochmal, damit auch alle ein gutes Gefühl haben. Soll ich kurz kratzen? Elektrik steht. Du siehst schweißgebadet aus. Ja, bin ich auch, weil das ist auch... Boah. Also schnell weitermachen, dann ist ein Ende in Sicht. Oder ein Ende ist so wichtig in Sicht, oder? Ja, absolut. Jetzt absolut. Ist eigentlich nur noch lästiges Zusammenbauen. Ne? Ich bin hiermit noch nicht ganz zufrieden. Also ich glaube, ich möchte hier noch gerne Kabel, Schlauch, Schrumpf drum machen. So, wenn ich eins gelernt habe, ist es immer, dass da, wo man arbeitet, ist genau wie beim Kochen, Ordnung hält. Damit man auch alles wiederfindet. Oh. Ein Kabelbindernest. Der HK, glaube ich, mal eben hier. Was hat er gemacht, Hannes? Ah, fein. Ja. Ihr seht, das geht gut, wenn wir Hundeunterstützung haben. Mike, ja. Was ist hier mit den Kabelbindern passiert? Ja, ich wollte die mir schnappen und dann. Also, das war jetzt kein Wutanfall, dass du sagst, ich schmeiß mal Kabelbinder durchs Unterholz. Nee, keineswegs. Ihr müsst hier ein bisschen Baumschnitt machen auch auf einmal. So, ich krieg jetzt, weil ich es mir gewünscht habe, einen blauen Schrumpfschlauch. Die beiliegenden, was war damit? Die haben dir nicht gepasst, ne? Waren mir ein bisschen zu dünn. Kannst du meinen Blinker ein bisschen ankokeln auch? Gerne. Also, wir sind auch noch nicht viel weiter, aber ist egal. Wir sind Endspurt und gleich im Schatten machen wir noch ein schönes Fazit, wie der Mann sich gefühlt hat. Und wie ich mich gefühlt habe, möglicherweise auch. Guck mal, der erste Telefon kommt auch. Ja, magst du den Zuschauern kurz erzählen, was jetzt so lustig ist? Ich weiß es nicht. Ich bin auch schon wieder bei mir. Oh.
ich kann kurz berichten. Also, Mike hat jetzt ein sogenanntes Schraubenzuordnungsproblem, aber das, weil er auch extremer Kumpel ist, hat er versucht, das zu überspielen, damit ich nicht wieder in Sorge verfalle. Das ist ihm aber nicht gelungen, weil ich den Mann lesen kann. Ja, und als wir uns gegenseitig ertappt haben dabei, haben wir ein bisschen gelacht, oder? Ja, und ich kollabiere ja auch gerne dann schon mal. Ja. An dieser Stelle verlinke ich in diesem Video die lustigen Fotografen, ja, genau. Falls ihr noch nicht, ne? Ah, der Öldruckbehälter, ne? Ja, genau. Aber ich hab was macht eigentlich das Schraubenproblem? Was für ein Schraubenproblem? So wollte ich dich hören. Ja, und wir dachten, wir wären schon fast fertig, aber das hat jetzt doch noch mal ein bisschen gedauert, hier dieses Innenteil. Also dieses Innenteil, dieses, wird gegen jenes da unten getauscht. Und Mike, du warst nicht zufrieden. Kannst du noch mal eben berichten, was dir nicht gefallen hat? Ja, die eine Schraube, die wollte nicht so richtig da hin, wo sie hin sollte. Und das liegt meines Erachtens nach daran, dass hier Kunststoff und Metall miteinander verbunden werden. Und Kunststoff ist halt in alle Dimensionen hin verbiegbar und Metall halt eben nicht. Und das ist manchmal ein bisschen schwierig, so von dem Passen her. Alles in allem. Ach, fall doch runter. Weil wir so coole Typen sind, gucken wir immer nur ab und zu auf die Anleitung. Möglicherweise wäre das hier hilfreicher gewesen. Wie oft drehst du jetzt die Schraube? Vom Geräusch her haben wir die doch schon des Öfteren gedreht, oder? Aber das kannst du jetzt nicht wissen, weil du bist da nicht sachkundig und auch nicht fachkundig. Ja. So eine Schraube muss bewegt werden, sonst wird sie fest. Aber man sieht schon schön tail tidy. Es ist schön, schön tidy hier auf jeden Fall. Ja. Pflichtgemäß haben wir jetzt auch hier nochmal für den Fall der Fälle diese Schaumstoffapplikation angebracht, um die Vibration von zwei Materialien ja, angenehm wie möglich zu machen. So, und der Handwerkersmann, der muss sich einmal die schweißbenetzte Stirn. Ja, wenn das in den Augen läuft, das ist ja, das unangenehm. Brennt. So, am Ende einer jeglichen Baumaßnahme, ich zeige euch mal, liebe Zuschauer, wie clean das Heck ist, da der Auspuff, da derjenige verdient hat, sich abzustützen. Wir müssen einmal testen, ob die Blinker auch gehen. Ne? Das wäre ärgerlich, wenn sie jetzt nicht gehen, oder? Da hast du recht. So, jetzt pass mal auf. Hoi, Warnblinklicht. So, und da die Taktung schon stimmt, brauche ich eigentlich auch gar nicht weiter vorne filmen. Nee, geht alles. So, am Ende des Tages werden sich die Zuschauer natürlich fragen, boah, wie lange habt ihr daran mal locht und Schwierigkeit 1 bis 5, das werden wir jetzt mal schön im Schatten eben noch mal kurz besprechen, oder? Absolut. Ich habe mir jetzt gerade spontan überlegt, es sollte eigentlich ein Einteiler werden, dieses Video. Ich stelle fest, was zu tun ist und es wird umgebaut und fertig. Als ich den Mike mit ins Boot geholt habe, habe ich mal kurz gefragt, Mike, boah, meinst du, das kriegen wir heute hin? Und den Mike, das Kumpel, hat gesagt, ach sicher, was denkst du denn, wie lange das dauert? Und dann habe ich mir mal so die Anleitung angeguckt und habe gesagt, ach, so eine Stunde. Dann hast du retourniert und gesagt? Boah, vielleicht zwei. So, ich war gegen 10 Uhr hier, dann haben wir uns erstmal ein bisschen warm geplänkelt. Ich sag mal, so richtig angefangen möglicherweise um 11, weil wir mussten das gerade ja noch in den Garten bringen. Ich kann sagen, der Mann hat hier bei 35 Grad fast ohne Pause durchmalocht. Wir haben jetzt 15.40 Uhr. 1, 2, 3, 4, tja, ich sag mal, das sind 4,5 Stunden gute, ne? Mhm. Also es hat alles geklappt, so wie wir uns das vorgestellt haben, aber nicht so schnell wie gedacht. Wenn ihr Teile auch verbauen wollt, also ein Slip-On drauf und auch das kurze Heck von Tail-Tidy, wird euch jetzt am Ende des Tages natürlich interessieren, wie schwierig sind die Baumaßnahmen? Braucht ihr auch den Mike oder müsst ihr das in der Werkstatt machen lassen? Mike, jetzt mal gefragt, wenn eins die leichteste Schwierigkeit ist von Bauformen und fünf die schwierigste, fangen wir mal an mit der Auspuff-Demontage und mit der Auspuffmontage. Eins. War einfach. Eins, hat der Terrasmus gekonnt. Rasmus ist Mikes Sohn. Der ist okay. 13. Wie lange hat das ungefähr gedauert? Stunde? Kann das hinhauen? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ja. Aber das war nicht so furchtbar kompliziert. Ja, richtig, genau. War denn die zweite Baumaßnahme von Stern 1 bis 5? Ah, 2,5.
Weil, nee, das geht nicht, dann eher drei. Dann eher drei. Wir müssen da sauber bleiben in der Bewertung. Was hat das die Schwierigkeit dann am, oder erstmal die Frage, wie lange haben wir dafür gebraucht? Eine Stunde? Dann wären wir bei 2 Stunden am Ende. Nee, das drei war länger. Bestimmt, ne? Also das Problem ist ja die Kombination aus Elektrik und Mechanik. Ne? Also man musste jetzt relativ viel zerlegen, um die Elektrik freizulegen, weil das komplette Heck, wo die Blinker dran sind, ist ja neu. Und das musste neu verkabelt werden. Und das hat halt so ein bisschen Zeit gefressen. Und wir waren auch ein bisschen freestylig halt unterwegs, ne? Ja, sicher. Und es war auch warm. Ja. Aber weißt du, was ich täte, wenn ich mir so ein Grat kaufen würde? Nein. Ich würde es so lassen, wie es ist. Ja, aber du weißt, dass ich Post bekommen habe, ne? Ja. Ja. Das hätte ich auf ein Verfahren ankommen lassen. Ja, ich habe keine Rechtsschutzversicherung. In diesem Sinne, nutzt das schöne Wetter und baut an solchen Tagen nicht am Moped rum. Tschüss. Ich glaube, den werde ich ja mal in Osterfeuer mit oder so.